Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Dynasty Warrior Gundam Reborn Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut Video Games for You. Wir gucken, dass wir hier die wunderbaren Pläne nutzen, die wir da so haben. Okay, das passt. Insgesamt verbessert. Genau. Müssen wir auch anziehen. Das habe ich angezogen. Ja, passt wunderbar. Ich habe jede Menge Kohle, ich weiß aber nicht, wie ich den Scheiß nochmal kaufen soll, ey. Revert Back, okay. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was ich mit dem ganzen Geld machen soll, weil irgendwie habe ich noch keinen Weg gefunden, das auszugeben. Gehen wir mal ab ins nächste Story-Missionsgedöns. Machen wir mal normal.本艦直上より接近。デブリの中を。ありえない。戦闘の域は高速機能3倍の速度で接近する。見せてもらおうか。新しいガンダムの性能とやらを。赤い彗星。袖付きの奇襲を受ける。 ネイル・アーガマ、ただしに迎撃に移るが、通常の3倍の速度で迫る赤い騎兵に、なすすべもなく翻弄される。 Die Nahel Agama stand unter Angriff durch die Sleeves. Das Schiff versuchte zurückzukämpfen, aber es sah sich einer roten Maschine gegenüber, also einen roten Mobile Suit, der dreimal schneller sich bewegte als jeder andere Anzug oder Mobile Suit. Es ist der Sinanju, der rote Komet. Wir sind hilflos gegen ihn. Mit Albertos Worten schwappte Angst durch die Brücke mit einem Frontalangriff, dem zweiten Auftauchen von Char, der den Angriff selbst befehligte. Die Krise beendete Banagas Verhör und er kehrte zu Audrey zurück. Banaji, watashi to nigete. Ima nara nigeraleru. Unicorn wa kiken na mono yo. Dare ni mo watasu wake ni wa ikanai. Kuwashii koto wa atode hanasu kara. Banaga, lauf mit mir fort. Jetzt ist unsere Chance. Der Unicorn ist zu gefährlich, um ihn zu übergeben. Ich werde es dir später erklären. Hey, warte mal einen Moment. Ich kann so eine Entscheidung nicht treffen, ohne dass ich weiß, was vorgeht. Du kannst nicht Leuten einfach sagen, sie sollen tun, was du sagst. Damit hat sie wohl nicht gerechnet. Was hast du vor? Sag mir nicht einfach, was ich tun soll, sag mir, was du vorhast zu tun, dann vielleicht. Banaji の熱意が、オードリーを動かそうとした時、突然ダンザが現れ、オードリーを連行してしまう。そして、フロンタルに通信で呼びかける。 Aber gerade als Audrey antworten wollte, tauchte Daguza auf und nahm sie mit. Er sandte dann eine Nachricht an Frontal. Stopp diese Attacke sofort. Wir haben Mineva Zabi an Bord und
Ihr sollt den Angriff stoppen und euch komplett zurückziehen. Wenn ihr das tut, dann verspreche ich, dass ihr sie nicht, dass ihr nichts passieren wird. Audrey war Zabike-no-Kokei-sha. Mineba-Zabi-datta-no-da. Sono-shotai-wo-tsukanda-Danguza-wa, Kanojo-o-hitojitsu-toshite, Frontal-ni-tettai-wo-sematta. Audrey war in Wirklichkeit Mineva Zabi. Die Erbin der Sabi-Familie, Dagusa, hatte das erfahren, hatte ihre wahre Identität erfahren und hoffte, sie als Geisel zu benutzen. Übergebt mir alles, was ihr zur Laplace-Box habt, macht dies und ihr könnt eure Wege gehen. Ihr kümmert euch nicht um meine Geisel. Ich habe keine Möglichkeit zu bestätigen, dass sie ist, wer ihr sagt, und ich verhandle nicht über Unbekannte. Ihr habt 3 Minuten. Ich bin mir sicher, ihr werdet die richtige Entscheidung fällen. Brachda, Zion Zantou no Hoshi wo misteru wake ga nai. Er blufft nur, ich bin mir sicher, er wird nicht den aufkeimenden Stern der Zion-Hinterbliebenen aufgeben. Sore wa dou kana? Full Frontal wa? Das frage ich mich. Manche sagen, Fullfrontal ist in Wirklichkeit Shah Aznabel. Wenn das wahr ist, dann würde er sich nicht um einen Abkömmling der Sabi-Familie kümmern, seines Vaters Feinde. Wenn du irgendeine Art von Mut hättest, würdest du den Unicorn zerstören und mich töten. Ohne mich und den Schlüssel zur Box, wer würde das Neo Zion einen vernichtenden Schlag geben. Oder du tust nichts und überlässt ihnen alles. Besser, du entscheidest schnell. Zeig mir, dass die Föderationssoldaten etwas Ehre haben. Audrey sprach in ihrer Rolle als Anführerin Zions, aber Banaga unterbrach sie als junge Person zu junge Person. Audrey! Sonna Hanaskata, ich hab da nicht. Audrey, sowas musst du nicht sagen. Du zwingst die Leute zum Handeln. Banaja? Lasst uns von hier verschwinden. Du hast mit dem alledem nichts zu tun. Ich bin Mineva Zabi. Nein, das bist du nicht. Für mich bist du immer noch Audrey Byrne. Das ist genug. Wir haben keine Zeit für diesen kindischen Quatsch. Kindisch? Und was ist mit Audrey? Wenn ich ein Kind bin, dann ist sie es auch. Und du denkst, es ist okay, Kinder als Geisel zu nehmen? Die Zeit ist um, vernichtet das Schiff.
ネオジオンの攻撃が始まる。問題を先送りにし、目の前の状況に対応するだけの大人たちに対し、バナージが叫ぶ。Die Neo-Sion Kräfte begannen wieder mit ihrem Angriff. Die Erwachsenen wurden dazu gezwungen, den Streit beiseite zu legen und sich auf die unmittelbare Gefahr zu besinnen. Aber Banager war noch nicht fertig. Wenn wir diesen roten Mobile Suit ausschalten, dann braucht ihr Audrey nicht mehr als Geisel, richtig? Dann lasst mich kämpfen. バナージはユニコーンガンダムを出撃させる。この出撃はアルベルトが後押ししていた。時間稼ぎとあわよくばユニコーンガンダムが破壊されることを狙って。Alberto unterstützte diese Idee, es würde ihnen Zeit verschaffen und mit etwas Glück den Unicorn Gundam zerstören. Banacha wurde im Unicorn Gundam rausgeschickt. その意図に気づいたオードリーは、バナージを悲痛な思いで見つめる。Audrey verstand Albertos Plan und sah Banager bei seinem Start traurig zu. Banager nicht. Okay, so, Victory Condition. Frontal ist defeated, dass er immer irgendwelche schwachsinnigen Namen aussuchen muss, der gute alte Char. Es ist viel mehr hier 1 zu 1 Kämpfe in Unicorn, habe ich das Gefühl. Moment, wir machen was anderes. Wir machen den Burst Mode an und dann zeigen wir, wo der Hammer hängt. Okay, es dauert. Wie, das war's jetzt schon, oder? Wer bist du denn? Okay. Irgendwelche Heinis. Tun wir erstmal den nächsten hier kaputt machen. So, jetzt gehen wir hier rein. Gucken, dass wir das Feld übernehmen. Ja, das ist mir auch klar, dass sie nicht fallen dürfen, ey. Yeah, Unicorn Power. Wupp, 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 wupp. Es kommt hier irgendwo. Wo ist er denn? Da hinten irgendwo. Ein Commander. Hier hinten ist noch ein Commander. Jawohl, machen wir down. Noch einer von den blöden Commandern. Den Angelo machen wir auch platt. Wie der ausgewischt ist, der gibt's ja wohl gar nicht. Okay, den haben wir. Den einen Commander will ich noch kaputt machen hier. Und dann gehen wir zum nächsten Feld über. Haben wir ihn? Ja. Schon gedacht, das wäre ein Haro, ist aber gar keiner. Jetzt gehen wir hier das Feld übernehmen. Burst-Modus an. Damit wir die Sache relativ schnell geregelt bekommen. Und natürlich gleichzeitig damit dann auch den Druck von dem Hauptbasending nehmen. Banaji,
Wo ist der Commander? Da ist er. Garnisons-Commander. Okay, das Feld haben wir auch. Jetzt gehen wir nochmal kurz zurück. Und gucken, dass wir da die Typen kaputt machen. Die neuen Attack-Commander. Oder Ambush-Commander. Gibt's hier noch einen? So, hier. Wie stark der Unicorn Gundam aber auch ist. So, jetzt gibt's hier unten noch ein Feld. Das nehmen wir noch ein. Schnell mit Burst-Modus damagen, so viel geht. Mit einem Angriff fast die Hälfte vom Feld übernommen. Das ist natürlich praktisch. Können wir hier noch was einsammeln? Jupp. Ja, Mann, truff da. Wie dusselig die manchmal sind. Jetzt dauert direkt hier ins Feuer reingerannt. Okay, Char kommt wieder. Ja, Mann, Terroristen. Der kann ja überhaupt nichts, ey. Nicht abhauen, Mann. Will den Kram hier noch einsammeln, was soll denn der Scheiß? Okay. Was? Marida hat irgendwie den Unicorn Gundam gefangen genommen? Das verstehe ich nicht. Macht doch gar keinen Sinn. Okay, so. Passt. Jede Menge Zeug bekommen. Der Gazadi kann jetzt gesteuert werden. Banaji wa frontal wo tettai ni oikonda. Lidii no seishi mo kikazu. Sara ni frontal wo tsuigeki shiyou to suru. Banaji zwang frontal zum Rückzug. Er hörte nicht auf Rides Warnung, sich zurückzuhalten und verfolgte frontal. Shikashi kore wa frontal no shikaketa wana de atta. Marida no kshatoriya ni fui wo tsukare, Banaji wa Unicorn Gundam morotomo hokatsu sarete shimau. Aber es war eine Falle. Banaji wurde überfallen durch Marida Kshatriya und der Unicorn Gundam wurde gefangen genommen. Es tut mir leid, Audrey. Banajas letzte Worte, bevor er das Bewusstsein verlor, wurden auf der Brücke der Nahel Argama gehört. Eine dunkle Stimme legte sich über die Brücke, nicht nur, dass sie den Schlüssel zur Box aufgegeben haben, aber auch Banaji wurde gefangen genommen. Audrey wa nani mo iwazu ni mi o hirugaeshi, horyo toshite shukan sareru. Sonna kanojo ni, Lidii wa iradachi to hanpatsu o butsukete shimau. Audrey wollte gehen, aber sie wurde gefangen genommen und als Gefangene gehalten. Ride war böse mit ihr.
Warum hast du selbst etwas unternommen? それは自身の無力さやバナージへの後ろめたさから来るものだった。だが、己の生まれ持った立場と責任から逃げようとしないオードリーの態度に言葉を失う。Er war sauer auf seine eigene Unfähigkeit, Banacher zu schützen, aber seine Wut verflog im Angesicht Audreys Entschluss, nicht ihrer Verantwortung oder vor ihrer Verantwortung zu fliehen und auch nicht vor ihrer Position. Ich kann die politische Lage nicht ignorieren. Wenn ich sehe, dass Fehler wieder begangen werden, dann habe ich die Verantwortung, dies aufzuhalten, mit meinem Leben, wenn nötig. リディもまた、政治と不可分な家の生まれであった。テロで命を落とした連邦政府初代首相を祖に持つ政治的名家、それがマーセナス家であったのだ。Ritte selbst war Teil der politischen Elite. Er wurde geboren in die einflussreiche Marcenas-Familie und sein Vorfahre war der erste Föderationspremierminister, der durch Terroristen getötet wurde. Ridde, der seine Familie verlassen hatte und ein gewöhnlicher Pilot wurde, fing an sich zu fragen, ob es Dinge gab, die nur jemand in seiner Position tun könnte. Wenn es etwas gibt, das ich tun kann. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.